Einen wunderschönen guten Tag in Sunkenland. Wir sind früh am Morgen, noch ist es leicht dunkel, wird aber heller. Und wollen so langsam aber sicher hier mal weiter. Ich muss mal kurz googeln. Was haben wir überhaupt gemacht beim letzten Mal? Ich glaube, ja, wir hatten, glaube ich, bessere Rüstung. Ja, Polizeihelm haben wir mittlerweile. Wir haben ja schon einigermaßen Schusswaffe. Dazu muss ich sagen, ihr habt mir geschrieben, das Visier geht nur auf Gewehre, nicht auf Pistolen. Ja gut, ich bin ja nur davon ausgegangen, dass es überall geht, weil mir das gesagt wurde. Aber gut, vielleicht täusche ich mich da auch. Nichtsdestotrotz bin ich überlegen, mein anderes Boot zu nehmen, weil wir müssen ja jetzt mittlerweile auch immer mal weiter weg. Polizeiwache waren wir noch nicht fertig, da werden wir definitiv gleich nochmal gucken. Auch wenn der Haifisch schon nicht jetzt demnächst wiederkommt, oder die Haie, das waren ja zwei. Aber ich glaube, größer sind die Kisten da auch nicht, ne? Ich habe halt Angst mit dem Sprit, dass wir irgendwann nicht mehr genug Sprit haben, weil das ist ein Motorboot. Wir können es verbauen. Braucht ja Sprit, ne? Ja gut, wir werden es trotzdem mal bauen. Also langsam aber sicher dauert es mit dem Tretboot doch schon relativ lange. Holen wir uns erstmal Srot. Hier ist Genstrot. Wir brauchen 16, ne? 15, okay. Pack 15 wieder drin. Und 10 Gummi und 10 Komponenten haben wir, glaube ich. Sprit können wir auch gleich mitnehmen. So, wurde mal Gummi. Gib mal her die 10. Komponenten. Die hotten wir hier. Gib auch mal her. Und ich weiß nicht, wie viel Sprit da reingeht. Wir nehmen mal 10 mit. Ich weiß mich nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, Sprit selber herzustellen später. Ansonsten haben wir irgendwann kein Sprit mehr, weil wir konnten es ja nur finden bis jetzt. Wir probieren es aber einfach mal. So, dann setzen wir rein hier. Das gute Boot. Boot. Der Motorboot. Andersrum, wenn es geht, mein Freund. Dass wir gleich losfahren können. Gut. Und spritmäßig, lass mal rein hier. Treibstoff. 20 passen rein. Oh gut, das ist viel. Das ist viel, aber warte. Wir müssen eh die Komponenten wegbringen. Dann können wir gleich nochmal 10 Sprit mitnehmen. Wir wollen auf jeden Fall nochmal zum Polizeirevier. Ich rechne damit, dass die Haie wieder auftauchen. Das Problem hatten wir in der Schule auch. Aber das kriegen wir schon hin. Die Haihaut brauchen wir sowieso noch ein bisschen. Also daher. Schade, dass wir auch nicht wirklich. So, dann nehmen wir mal 10 Sprit mit. Und der braucht ja später auch Sprit, wenn wir hier überall Beleuchtung und so hinbauen wollen. Ne? Benzin macht mir noch ein bisschen Sorgen. Sag ich ganz ehrlich. Aber vielleicht ist das wenigstens schneller. Ich glaube, die Kiste ist auch nicht größer. Nein. Das finde ich ein bisschen schade. Dass immer nur so kleine Kisten auf dem Boot sind. So, Treibstoff kriegen wir nicht mehr rein. Wie fahren wir denn mit dem Ding? Fahren. Okay, es ist deutlich schneller, aber frisst auch ganz schön. So, wo denn mal? Wir wollen zum Polizeirevier. Wir fahren richtig. Alles Klärchen. Mal los hier. Oh, wir können es sogar noch ordentlich beschleunigen. Das ist gut, das klingt ein bisschen merkwürdig. Aber wir sind auf jeden Fall schneller unterwegs. Das ist ja schon mal was. Diem. Ja, man sieht regelrecht, wie der Sprit runtergeht. Die müsste direkt vor uns sein. So, wir sind bei der Polizeiwache. Wir wollen uns ein Dückchen. Wie kann ich gerade. Hier kann ich nie durchs Wasser durchgucken. Hier ist immer so trüb. So, wir sind bei der Polizeiwache. Sehr schön. Dann nimm auch Speer in die Hand, mein Freund. Noch sind sie nicht da, wie es aussieht. Das ist schön. Ich glaube, hier draußen hatten wir so ziemlich fast alles. Den Schwefel nehmen wir gleich noch mit. Nur im Polizeirevier selber waren wir, glaube ich, noch nicht drin, ne? Schwefel scheint auch schon wieder da zu sein. Wir hatten das doch abgebaut, oder nicht? Auf jeden Fall den guten nehmen wir noch mit. Dankeschön. Dann gucke ich hier nochmal das Gebäude durch. Ich weiß gar nicht mehr, wie gesagt, bei mir sind immer ein paar Tage zwischen den einzelnen Aufnahmesessions, wo wir überall waren. Man kann sich hier ja nicht jedes einzelne Gebäude merken. Aber wie es aussieht, waren wir hier drin. Okay. Hier draußen scheuen wir alles zu Hause, den checken wir erstmal das Polizeirevier selber ab.
Wo kommen wir denn rein? Hier ist auf jeden Fall noch. Irgendwo muss man hier ja reinkommen. So, dich können wir auch mitnehmen, mein Freund. Hier kommen wir rein. Das erste Mal. Reichlich dunkel hier drin. Kaputtes altes Reptilgewehr. Okay. Solche Sachen braucht man natürlich immer. Da ist ein alter Medikamentenschrank mit Lungenbooster. Olles Klärchen. Okay, kommen wir erstmal hier rein. Okay, Bauplan Militärrucksack. Das ist doch nice. Kaputte Deck, ja. Zigarre, kleiner Globus. Oh, schön. Nimm mal die Axt in die Flossen, mein Freund. Schönes Ding. Oh, den kannst du auch nochmal zerdübbeln. Sind wir aber auch so gut wie wohl, aber trotzdem, geh mal her hier, wir wollen ja nicht aus Dick hin. Wo ist er? Wo ist mein Tank? Sag mal, wieso schmeißen den weg? Komm mal einmal kurz zum Boot. Geht hier, glaube ich, weiter? Die. Boot. Da ist doch. Lass mal rauf hier. So, mein Freund, den hauen wir das rein. Um die Deck müssen wir uns kümmern zu Hause. Die macht 60 Schaden, die gute. Den können wir lernen. Sehr schön. Hau rein. Was ist das? Eulenspielzeug. Oh, alles Klärchen. So, essen und trinken sollten wir vielleicht auch mal. Dankeschön. Den geht's hier wieder runter. Ich habe allgemein das Gefühl, dass Ärzte, sobald man sich einmal in den Auslog wieder auftaucht. Wo waren hier jetzt der Eingang? Hier nicht? Da. Es ist sehr dunkel hier drin, also das kann ich nicht abstreiten. Das ist okay. Genau hier wollen wir. Hier, den nehmen wir mit. Ah, kaputte Polizeiwest. Oh, jo. Das lohnt sich ja richtig. Hier ist auch noch so einiges. Oh, ein bisschen Schrott. Sehr schön. Dich nehmen wir natürlich noch mit. Nach oben geht das Ganze ja auch noch. Dankeschön. Dich nehmen wir noch mit. Also Polizeirevier lohnt sich in der Tat, loot-technisch gesehen. Hier nochmal Waffenteile. Oh ja, ballistische Fasern. Ein Träumchen hier, du. Und biesele Platz haben wir noch. Dann gucken wir hier drin. Was ist denn das? Bleistiftrock B. Ist der hässlich? Okay, Gewehrpatronen. Das kriegen wir jetzt aktuell nicht mit. Die 84%, ich müsste ja auch einiges übersehen haben. Wir gucken gleich nochmal. Ich muss auch mal kurz zum Boot. Boot. Und ersticken wollen wir natürlich auch, nicht? Danke. Dass er den immer rausschmeißt, ist natürlich... okay. Oh, immer hinter. So, was kriegen wir noch drin? Was kriegen wir nicht drin? Das passt auf jeden Fall noch. Davon kriegen wir nur noch zwei rein, aber gut. Wo mal eins noch dem anderen. Sprit kann erstmal drin. Das passt eh nicht ins Boot. So viel haben wir noch gar nicht verbraucht. Waffenteule haben wir eh schon drin. Die hatten wir auch schon drin. Die kann noch drin. Schrott passen. Die fünf auf jeden Fall schon noch. Der passt noch. Das war's denn jetzt aber auch, ne? Klebeband und das alles passt nicht. Gummi nicht. Nö. Schrott nicht mehr. Nö. Okay. Den mal wieder Rinder. So, und jetzt nicht wieder komplett rumschwimmen. Guck ich hier draußen nicht auch noch was? Sondern gleich wieder hier rein. So, gleich nach oben, mein Freund. So, den guten
Nehmen wir jetzt auch mit. Donkey. Hier ist nichts. Oder ist hier oben nicht mehr? Nur das bisschen? Okay. Das war das ganze Polizeirevier. Ich meine, es hat sich gelohnt, aber trotzdem weniger, als ich dachte. Dort ist nichts mehr. Hier nichts mehr. Hier geht's ja raus. Hier hatten wir auch alles, ne? Ew. Okay. Wir holen uns auf jeden Fall noch die Erze. Und hier war noch irgendwo ein Schrotthaufen. Das habe ich doch genau gesehen. Da. Der muss auf jeden Fall auch noch mit. So, kriegen wir die Erze auch noch rein? Ja, 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 ja. Den gib mir mal her, die Hacke, Spitzmann, Freund. Geh rauf da. Ich muss trotzdem irgendwo was übersehen haben. Mal wieder. Das kennen wir ja schon. Ah, egal. Schwefel brauchen wir auf jeden Fall für mehr Schießpulver und so. Dankeschön. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass teilweise dadurch das Loot stellenweise wiederkommt. Die Sachen verschwinden ja nicht. Man gar nicht mal von 100% kommen kann. So, wo denn, mein Freund? Bitte. Die nehmen wir noch mit. Musoin. Auch wenn ich der Meinung war, wir hatten die hier schon alle eingesammelt. Kommen wohl doch wieder. So, hier oben vielleicht noch irgendetwas, was man looten könnte. Sieht nicht so aus, ne? Der geht nicht, da hauen wir durch. Die Räume habe ich auch alle durch. Und hier außen rum ist noch ein bisschen was. Zumindest ein Auto, da sieht ihr noch einen Schrotthaufen. Gehört ja auch dazu. Dankeschön. So, da ist noch ein LKW. Platztechnisch Post hat noch. Wunderbar, wir nehmen so viel mit, wie wir noch reinkriegen. Boot ist zwar voll, aber ein kleines bisschen kriegen wir ja noch rein. Und Komponenten brauchen wir immer. Genauso wie Gummi. So, er sagt mittlerweile 95%. Das heißt, wir haben sowieso den größten Teil. Dann gucken wir hier nochmal rum. Vielleicht liegt hier ja noch irgendwo was. Die Muscheln wollen wir jetzt nicht. Da ist ein Schrotthaufen. Ein bisschen Platz haben wir aber noch. Gut, jetzt auch der 98%. Also viel ist es nicht mehr. Viel ist es definitiv nicht mehr. Wir ersticken aber auch gleich. Ist das nicht herrlich? Ist das Eisen? Warte mal. Eisen brauchen wir aber auf jeden Fall. Nur einmal kurz. Guck ihn wegen Platz und so. Ah, ich glaube, ein Eisenerz kriegen wir mit, du. Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendein Schrotthaufen oder sowas, was genau irgendwo rumliegt. Was ist auf jeden Fall Eisen hier, du? Jo. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Jo, der gute Sauerstoff. Ich weiß, wir haben aber nicht mehr. Wir haben alle verbraucht. Jo, mein Freund, halt durch. Roll durch. Beiß die Kiemen zusammen. Gedongi. Das hier geht vor. Das muss mit. Gut, 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 gut. Ja, klappt doch. Ja, ja, gab's zumindest so ein bisschen Eisen. So, dann gucken wir nochmal, ob hier vielleicht noch irgendwo ein Schrotthaufen liegt oder so, den wir übersehen haben, damit wir auf 100% kommen. Glaube ich aber nicht. Die Alge, da lassen wir jetzt mal liegen. Oh, sogar noch Kupfer. Kupfer kriegen wir mal. Ah, doch, kriegen wir noch ein. Ah, ja, Eisen geht vor. Kupfer haben wir genug. Eisen geht vor. Definitiv. Ja, muss das Eisen mit. Es geht nicht anders. Danke. Da ist auch noch Kupfer. Ich sehe hier aber auch nichts mehr liegen. Wir sind aber auch rabbelvoll. Abgesehen davon. Schrotthaufen hätten wir zwar noch reingekriegt, ich sehe aber keinen. Hier vorne hatten wir ja schon überall geguckt. Aber 98% lasse ich mir gefallen. Also das ist eine ganze Menge, das lasse ich mir auf jeden Fall gefallen. Wir fahren nach Hause. Das E-Sauerstoff und alles leer. Hai dürfte auch gleich wiederkommen.
Aber jetzt kann er von mir jetzt wieder kommen. Jetzt bin ich da vorbeigeschwommen. So, mein Freund, die nehmen dir in die Hand. Du nimmst Platz. Wir fahren jetzt nach Hause. 98% lassen wir auf jeden Fall gefallen. Insel der Schiffbrüchigen, wir müssen auch mal hier rum. Da ist es doch. Schön, schön, schön. Oh gut, Sprit ist aber ergiebiger, als ich dachte am Anfang. Geht also. Und das Ding kommt stellenweise über 100 km/h. Also kann man sich gar nicht beschweren. Waren wir hier eigentlich schon? Unbekannte Ruinen waren wir. Wunderbar, wunderbar. Wir kümmern uns erstmal wegräumen, dann kümmern wir uns um die Deck. Die schöne, gute Deck, die will ich haben. So, mal drehen das Ganze. Ah, er lässt sich zumindest auf der Stelle drehen. Sehr schön. Können wir rückwärts ranfahren? Jo. Schön, den streue ich mal aus. Da brauche ich jetzt nichts rausholen. Den räumen wir erstmal weg. Schrott. Hau rein hier. Dankeschön. Holz kann auch gleich rein. Eisen können wir auch gleich hier mit reinschmeißen. So, hier kommen auf jeden Fall Schwaffel rein. Und den Rest bringen wir jetzt erstmal hoch. Haben ja noch ein bisschen was im Boot. Dem, 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 dem. So, Gummi. Hau Gummi rein. Seht hier mal ordentlich, mein Freund. Hier, die zwei Stoffkörner drin. Hier hauen wir den erstmal. Das haben wir extra. Den Rest haben wir noch im Boot, ne? Jojo. Okay. Hau die 5 Komponenten rein. Hau das Gloss rein. Sortier ordentlich. Hier, Klappeband. Gut, die Polizeiweste, die kommen erstmal hier mit zu. Und mit dem Shirt muss ich mal kurz googeln. Hier haben wir es auf jeden Fall nicht. Hier haben wir es, okay. Geht im Verkauf. Schön, schön, mehr wollte ich nicht wissen. So, Schmorserin. Und mit dem Militärrucksack will ich gleich auch mal gucken. Nix Treibstoff nachfüllen hier. Nimm mit. Dieser hässliche Rocke. Ich glaube, den haben wir noch nicht. Ah, Rocke. Dem. Schön, schön. Schrott. Das ist hier komplett voll, ne? Wie es aussieht. Jo. Okay, den hau ich hier rein. Jep. Schulzerin. Das meiste ist mal wieder oben. Aber definitiv. Gut, einmal hoch. Einmal hoch. So. So, Gummi haben wir gerade nicht einstigen, aber es darf den Schmorserin. Gut, diese, ich glaube, die haben wir da hinten drin, diese ballistischen Teile da. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber hier kommt auf jeden Fall Benzin mit drin. Hier kommt auf jeden Fall Dose drin. Die elektrischen Teile kommen hier drin. Hier haben wir Waffen, da schmeißen wir erstmal das drin. Und natürlich die Waffenteile, so hier ordentlich. Gut. Hier brauchen wir jetzt nichts. Und hier haben wir auf jeden Fall die Lungenbooster. So, einmal kurz gucken bei Deko. Die Olde, die haben wir, bin ich mir ziemlich sicher, nirgendwo. Aber den Teppich haben wir. Okay, der geht schon mal nach unten. Den Globus haben wir hier auch nirgendwo. Hier auch nicht. Das heißt, die zwei Sachen gehen auf jeden Fall rein. Und diesen komischen, hässlichen Röhrenrock da, oder was das da sein soll, haben wir definitiv auch nicht. Das dachte ich mir aber auch. Okay, und Muni, und das haben wir, glaube ich, hier. Guck, hier haben wir die ballistischen Fasern. Und auch Muni. Okay, die beiden Sachen, die wir noch einstecken haben, gehen definitiv in den Verkauf. Zack, zack. Und noch einmal den Rest aus dem Boot holen.
Und den haben wir hier auch alles. Weiß nicht, ob ich das Gewehr wirklich haben will. Ehrlich gesagt bin ich eher scharf auf die Deck. Da geht sowieso alles hoch. Schön. Und Polizeiweste will ich haben. Auf jeden Fall. Okay, warte mal. Das geht erstmal hier mit drin. Hier nicht. Die gehen durch. Genau. Wenn wir uns jetzt auch drum kümmern. Oh, einen Moment. Hier, hau die Schrotmumpeln rein. Hau den rein. Gut, wir müssen natürlich auch hier auffüllen, ne? Kümmern wir uns jetzt erstmal um die Deck. Mal kurz gucken, was wir da alles genau für brauchen. Die ist hier? Hier? Hier, ne? Munitionswerkbank? Wo haben wir denn jetzt unsere Waffenwerkbank? Das ist ja Rüstung. Ach, hier. Na guck mal, wir haben aktuell die Mauser-Pistole oder die GP20 haben wir aktuell. Die macht ja 40 Schaden. Aber die Deck, die ist schon bei 60 Schaden. Und ich glaube, die kriegen wir hin. Vorausgesetzt natürlich, wir haben die 6 Barren. Haben wir. Das ist schön, das ist schön. Den Rest haben wir nämlich auch alles oben. Den komm mal her, mein Freund. Nimm das schöne, gute Deckding. Nimm die Wurfenteule. Dann fehlt uns nur noch 6 Gummi. Komm, lass mich die schöne Deck bauen. Die braucht nämlich, glaube ich, auch Pistolenmuni. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das werden wir gleich sehen. Steht das da nicht? Doch, da. Pistolenmuni. Gut. Mochte die Deck. Sehr schön. Den können wir unsere normale GP20. Die können wir damit verkaufen. Ist die geladen? Jo. Gut, Visier haben wir nach wie vor. Das sorgt ja einfach nur dafür, glaube ich, dass man weiter schießen kann, ne? Man sieht zumindest optisch keinen Unterschied. Was schade ist. Oder ist es wirklich nur in ihr brechbar Gewehren so? Möglich wäre alles. Sollte es doch mal mein Freund hier. Danke. Ich will mich noch um die Polizeirüstungsweste kümmern. Die sollten wir nämlich auch hinkriegen. Die gibt Schutz 30. Und wir haben on eine 25er. 5 Rüstungen mehr ist nicht zu verachten. So, die ballistischen Fasern brauchen wir 4 Stück. Gefähr. Den, ja gut, die Polizeiweste haben wir da. Und Stoff ist jetzt auch nicht das Problem. Gif more her. Gummi kannst du wieder wegpocken. Das brauchen wir nicht mehr. Genauso wie hier eben die Waffenteile. Die brauchen wir auch nicht mehr. Die geht, glaube ich, im Verkauf. Jo. Dann passt das doch alles. Ist doch perfekt. Schön. Dann geh auch mal an die Rüstungswerkbank und zimmer die Polizeiweste zusammen. Schön. Sieht zumindest schon mal deutlich besser aus als das Ding, was wir vorhin hatten. Verkauf, Verkauf. Alles klärchen. Hau rein. Der geht nach oben, der geht nach oben. Die Boys sollen im Verkauf. Alles klärchen. Dann kriegen wir vielleicht nicht mehr ganz so extrem einen auf den Deckel. Schlafen können wir noch nicht. Kommt aber gleich. Stoff geht hier wieder rein. Na. Da. Okay. Und ballistische Fasern natürlich wieder hier. So, können wir jetzt schlafen? Das wäre schön. Na, noch nicht ganz. Dürfte aber fast soweit sein. Ja, ist doch alles gut im Griff hier. Ich will nur schlafen. Damit es nicht wieder zu spät wird. Also, lass mich doch mal rein ins Bett, mein Freund. Oh, er will nur nicht. Es wäre schön, echt, wenn er eine Zeit anzeigen würde, ne? Irgendwie vielleicht, was weiß ich, noch 2 Stunden, noch 1 Stunde oder irgendwie sowas. Dass man sich ungefähr darauf einstellen könnte. Okay, haben wir in der Zwischenzeit noch ein bisschen Eisen ins Gebälk. Schaden tut es nicht. So, hau rein die 2. Hau den rein. Sortier den hier mal ordentlich. Kohle kommt nach wie vor erstmal hier wieder rein. So, jetzt müsste es aber gehen mit dem Schlafen. Immer noch nicht. Willst du mich ärgern? Jetzt.
Jo, jo, mein Freund, jo, jo, Essen kriegen wir hin hier. Es ist mal den da, wir haben doch bestimmt noch... Ja, guck mal, wir haben noch Buletten. Hau rauf. Trinken kannst auch ein Schlöckchen. Wir haben doch bestimmt auch noch Fettiges, oder? Hier, ess mal davon. Dann hau hier nochmal Eisen drin, mein Freund. Bip, bip. Schön, schön, schön. Den rin, sortier ordentlich. Kohle kommt da vorne wieder rin. Dann sind wir auch wieder gut gestärkt. Und wir füllen jetzt erstmal unsere Sauerstofftanks wieder auf, bevor ich das vergesse. Muss auch sein. Die werden wir doch öfters brauchen. Heißt es da, ja. Die aber Schule haben wir durch. Wir müssen mal gucken, wo wir als nächstes hingehen. Dankeschön, der nächste. Na, voll müssen sie ja. Das ist leider, wenn es jemand ein bisschen dauert. Aber mir ist aktuell keine schnellere Möglichkeit bekannt. Muni haben wir auch erstmal genug, aber ich versuche sie auch sehr sparsam einzusetzen. Wenn es geht mit der Armbrust, nur im Notfall die Waffe. Auch wenn es mir schon in den Fingern juckt, sie immer auszuprobieren. Das ist schon drei Ideen, die ich habe. Ah, aber es kommt schon her. Ich will zumindest nicht die ganze Zeit rumballern wie ein Irrer und dann kommen wir dann nicht mehr hinterher mit Muni herstellen. Das kennen wir ja auch. So, warte mal kurz. Du legst mal eine volle an, damit wir die Leere hier, glaube ich, mit auffüllen können. Schön, schön. Auch wenn das doch schon gut Inventar wegnimmt, die ganze Muni und Pfeile und Bolzen alles mit sich rumzuschleppen. Geht aber nicht anders. Nach dem Militärrucksack wollten wir gucken. Nein, ich will fast vergessen. So, wo ist er denn? Ist der hier mit Boy? Oder das sind alles Rüstungen? Billigrüstung? Ich weiß halt auch nicht, ob das hier Rüstung 5 als Klamotte zählt oder als Rüstung, ne? Müsste man eigentlich auch mal ausprobieren. Aber jetzt eins nach dem anderen. Rucksack, Rucksack, Rucksack. Wo hatten wir denn die ursprünglichen Rucksäcke? Hier nicht. Hier ist die Stirnlampe, die wollten wir auch noch testen. Hier ist er. Ja, den können wir bauen. Ja, den tun wir es auch. Den können wir bauen, den tun wir es auch. Sehr schön. Die Suchen haben wir. Hier, 10 Stoff. Gefähr. Leider haben wir hier, ne? Doch. Da haben wir auch genug. Und ein bisschen Gummi. So, dann bau das Schmuckstück mal, mein Freund. Bitte. So, den tausch mal aus hier. Ja, 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 ja. Wieder eine Reihe mehr. Oder waren das sogar zwei mehr? Dann machen wir erst, haben wir 6 Rollen. Dann sind wir 5, ist eine. Okay. Aber insgesamt, ich glaube, angefangen sind wir mal mit 3, ne? Das ist schon sehr, sehr gut. So, Restgummi geht rein, Reststoff geht rein, leider geht auch wieder rein, wo es reingehört. Und wir werden angegriffen. Okay, Jungs, wo seid ihr? Zeigt euch. Wo sind sie? Okay, Jungs, okay. Die sind etwas stärker bewaffnet. Ich glaube, das wäre jetzt mal ein guter Zeitpunkt, die da auszuprobieren, ne? Ah, getroffen haben wir. Bevor sie mir hier die ganze Bude zerballern. Na. Irgendwie treffe ich nur meine Wand. Aue. Pass auf, wo ihr hinschießt. Ich habe zwar gute Rüstung, aber es heißt nicht, dass ich unverwundbar bin, Freunde. Ah, es geht aber. Es geht. Sehr schön. Ah, sind aber noch ein paar armbrüstige Jungs mit bei. So ist es nicht. Ah, die backen mal wieder. Ein bisschen rum da unten. Ah, getroffen habe ich ihn.
mal, Jungs, ich könnte ruhig mal ein bisschen dichter rankommen. Da muss doch nicht so hin. Hier vorne ist auch noch so einer. Okay, das war einer. Silver. Okay, so offen habe ich ihn auf jeden Fall. Gut, er mich auch. Der ist erledigt. Sehr schön. Hat er mir gerade die Wand hier weggeschossen? Er hat mir gerade die Wand weggeschossen. Okay, die sind aber auch erledigt, die Jungs. Fässer haben sie nicht kaputt gekriegt. Nein, zumindest nicht hier. Der hat mir die Wand weggeschossen. Aber gut, die Waffe ist nicht schlecht. Die ist definitiv nicht schlecht. Aber hier unten ist noch alles da, ne? Die haben hauptsächlich nach oben geschossen. Ja, ja. Okay, litokele. Die Wand machen wir gleich wieder ordentlich. Schwarzpulvermuni. Jungs, bringt mal was Besseres mit. Okay. Der hat gar nichts. Der hat zumindest so ein bisschen was zu trinken. Der hat auch noch was zu trinken. Zock, zock, zack, zock. Genau deswegen ist es wichtig, die Wände aufzuwerten. So, eine neue Bulette. Ich wollte nicht die Spitzhacke. Ich habe auch nicht die 3 gedrückt, mein Freund. Haben wir alle? Sieht so aus, ne? Okay, dann bauen wir da aber auch gleich eine anständige Eisenwand hin. So ist es nicht. Ich glaube, wir haben alle. Die Waffe ist in der Tat nicht schlecht. Muni haben wir noch genug. Aber es sieht auch nicht so aus, als wenn sonst irgendetwas fehlt. Nö. Oder? Na nö. Alles da, hier stört ja nichts. Das ist noch da. Das ist da, das ist da. Ich glaube, das hat alles gut gehalten. Jo. Alles steht noch. Das ist schön. Nur oben, weil ich da stand. Das kriegen wir hin. Hier, gib mal euren Eisenbohren her, meine Freund. Das hält sich doch in Grenzen. Dann bauen wir oben gleich eine anständige Eisenwand hin. Wir wollen ja eh alles zu Eisen machen. Und da denn hier eh schon praktischerweise weg ist, können wir natürlich das auch gleich richtig ersetzen. Da. Hält ein bisschen mehr aus. Hier lässt sich halt immer so gut schießen, ne? Gut, Rüstung hat auch gut gehalten. Wir selber haben kaum Schaden gekriegt, obwohl wir mehrmals getroffen wurden. Das ist schön. Noch irgendwas, was hier drin muss? Nee, ne? Mö. Okele dokele. Reparieren sollten wir vielleicht einmal, sonst ist beim nächsten Mal mehr weg. Pistolenmuni haben wir genug. Die 30 reichen erstmal, oder? Geht das bis 60? Habe ich so viel weggeschossen? Oder hatte ich nur so wenig ein Stick? Aber man muss die hier noch rennen. Okay, mein Freund. Sammel ein, pack den nächsten Bullette rauf. Den Mondfreund hier. Fertiges Essen. Fertig. Passt. Die Dinger sind voll. Die sind voll. Rucksack geht im Verkauf. Eusen geht hier wieder rennen. Ah. Passte doch, Dorin. Gut. Gut, dann sind wir vor der Woche am Ende. Hier vielleicht einmal kurz abschicken. Ich glaube, viel dürfte nicht kaputt sein. Die waren alle da vorne, wenn die Vorderseite ein bisschen und hier oben ein bisschen. Aber muss ja trotzdem gemacht werden, sonst sind sie mich irgendwo durch. Wo ist der, Mann? Nee. Du bleibst hier. Einfach nur mal aus Interesse gucken, was kaputt ist, wo es nicht. Gut, hier haben sie nur angekratzt. Na, danke. Hier ist gar nicht beschädigt. Wie sieht's aus mit den Fässern? Die haben nichts abgekriegt. Wunderbar, die haben wir eben erst neu gebaut. Der hat nichts abgekriegt. Den nicht. Ist auch nur angekratzt. Ich sag doch, die haben versteckt echt nur auf die eine Wand hier geschossen. Hier ist nichts kaputt. Ah, hier gut, der eine angekratzt. Der Schaden hält sich wirklich sehr in Grenzen. Den gucken wir nur einmal. Hier vielleicht. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Hier sind ja auch ein paar einzelne Schüsse hingegangen. Du sollst die Wand reparieren, Mensch. So.
Das ist schon alles, kein Problem hier. Das lässt sich ja ohne Probleme wieder. Aber es wird eh noch ausgetauscht. Wir können nur halt nicht alles auf einmal. So viel Eisen haben wir nur auch nicht. Aber es ist wirklich minimal, ne? Vielleicht hier vorne noch ein paar Treffer reingegangen, aber nicht wirklich, ne? Nö. Ah, hier, der hat ein paar Kratzer. Ein, um genau zu sein. Genau wie er hier. Gut, wie sieht's mit den Dingern aus? Heule. Ah, ein Kratzer. Seht ihr mal. Der ein Klinkrotzer. Wir wollen ja länger was davon haben. Okay, der hier wäre fast weg gewesen. Aber ist auch mal eine Ausnahme. Eigentlich funktioniert das hier ganz gut, wie wir es aufgebaut haben. Kann man sich nicht beschweren, zumindest aktuell. Irgendwann kommen sie bestimmt mit Waffen, wo sie mit einem Schuss die Wand weg haben oder so. Das muss es heißen. Schrott hält ja halt nicht ewig. Aber das sind alles nur Kratzer hier. Naja. Okay, Bude ist doch noch super in Schuss. Sehr schön. Dann nehmen wir wieder die Spielzeug in die Hand, meine Freunde. Hammer geht wieder nach oben. Und ich verabschiede mich von euch. Morgen geht's hier selbstverständlich weiter. Da werden wir den mal gucken. Waffen so haben wir ja. Ich möchte auch nicht gerne mal wieder eine Gegnerinsel. Frage ist, ich weiß natürlich nicht, was eine Gegnerinsel ist. Aber vielleicht mal wieder so ein bisschen Richtung. Wir waren jetzt so viel hier oben nach unten, ne? Vielleicht hier. Die. Die zwei werden wir dann wohl mal. Ich weiß nicht, was es ist, aber die zwei werden wir mal aus Korn nehmen. Andere Seite, Mensch. Okay. Denn, aber tschüss. Schön, dass ihr dabei wart, wollte ich sagen. Tschüssi, bis morgen. Bye, bye.